Hallo Leute, neue Folge Skyrim, ja, und es geht weiter. Hier in der Akademie von Windelfeste. Wir wollten kurz mit unseren Gemächer gehen. Mal zu schauen, was wir denn da für tolle Sachen in unserem Zimmer haben. Nordmet. Gewöhnlicher Seelenstein. Direkt mal mitnehmen. Naja, brauche ich nicht. So, es gibt die ganzen Sachen ja nicht alle gratis dazu, wenn man hier beitritt oder so. Ist ja genial. Alles gratis. Ja, jetzt habe ich die ganze Scheiße auch noch mitgenommen, egal. Sogar gratis Äpfel. So. Kann ich bei den anderen auch? Da ist gar nichts. Hast du gerade die Geräusche oder wer macht das? Da oben ist wahrscheinlich jemand. Ich glaube nicht, dass Lydia die Geräusche macht. Du hast die Geräusche bestimmt auch nicht gemacht. Oho. Gratis Süßkuchen. Ich will euch Oder? einen Rat Nein. geben. Ihr wollt an etwas arbeiten, das offiziell nicht erlaubt ist? Sagt es einfach niemandem. Ah, Wenn ja. ihr etwas braucht, das ihr offiziell nicht haben solltet, dann sucht mich auf. Sehr gut. Ach, hier kommen wir nach Himmelsrand raus. Direkt oben auf den. Oh, das sieht schon ziemlich episch aus hier. Ja, irgendwie schon. Komm schon. Oh, nicht darunter fallen, das wäre überhaupt nicht so gut. Müssen wir speichern mal wieder. Oh, hat bestimmt bei gutem Wetter und bei gutem Ausblick. Aber dem Scheißwetter hier nicht so. Aber ich glaube, wir gehen da mal wieder runter. Komisch. Von außen sieht es viel dünner aus, das heißt, na egal. Egal, egal, egal. So, wieder nach Himmelsrand zurück. Und wir. Was machen wir denn jetzt? Wir könnten jetzt. Können wir da reingehen, mal schauen, was da gerade so abläuft, ob da irgendjemand was mir zum Sagen hat noch. Ja, du hast gerade schon mal gesprochen. Schauen wir mal, schauen wir jetzt das mit den Fü Büchern machen. Der Biff, oder? Drachenblut. Ich glaube, wir machen mal das mit Drachenblut. Reisen nach Solstheim. Ja, genau, dann machen wir kurz mal hier in der Akademie von Winterfest eine kleine Pause und gehen dann nach Solstheim. Oder wo das ist, das Solstheim. Windhelm, ne, da haben wir noch. Da waren wir noch nicht. Hat denn Winterfeste eine Kutsche, mit der man fahren kann? Aber ich hab ein eigenes Pferd. Das ist ja auch eine Möglichkeit, ja. Aber ich glaube, wir reisen jetzt einfach nach Weißlauf und fahren davon mit der Kutsche. Nach Solstheim. Obwohl ich nicht glaube, dass Solstheim eine Kutschenanbindung hat, sondern eher Windhelm. Ja, hier ist ja ganz reger Verkehr heute. Es liegt Frost in der Luft. Kann man Die schauen, Kälte können wir kann wieder der aus. Ernte nicht gut tun. Hier kann man nämlich Bitte aus nicht. Wolfspelz Leder machen. Und dann aus Leder können wir dann diese Tragetaschen hier machen. Aber ich glaube, dass wir da gerade nichts davon machen können. Nee. Nee. Wir brauchen noch ein paar Wölfe. Bisschen Wölfe jagen gehen. Ein Kollege. So.
Moment, wie hieß die Stadt nochmal, wo wir jetzt hin wollten? Oh Gott. Moment mal. Windhelm, gut. Die ganzen Städtenamen hier mit W. Ganz durcheinander. Weißlauf, Winterfeste, Windhelm. Bist du mein Pferd? Ja. Was? Pferd von Marilyn. Ah ja, genau, ich heiße ja Marilyn. So, Soll ich euch ich möchte mitnehmen? nach. Wohin Ja. soll's gehen? Eigentlich möchte ich nicht die Kutsche mieten. Ich glaube, ihr Klettert das ist ein bisschen wieder hinein, Übersetzungsfehler dann ist. sind wir weg. Ja, Lydia. Kommst mit, gell? Ja, da kommt sie schon angerannt. Wir warten noch kurz auf Wart ihr Lydia. schon Ist mal das in okay? Windhelm? Nein. Einigen Aussagen zufolge die älteste Stadt im Himmelsrand. Wenn ich schon mal in Windhelm gewesen wäre, dann hätte ich jetzt nicht eine Kutsche benutzt. Dann wäre ich jetzt schnell gereist nach da. Oh, Stelle von Windhelm entdeckt. Das können wir uns schon mal immer hier hinporten. Wir müssen aber nach da. Da ist mein Pferd. Wenn es gerade nicht so weiß, so sehen wir übrigens aus. Und alles zu einem Guten. Wir könnten mal ganz kurz uns richtig zeigen. Nehmen wir kurz für die Sachen. Die, oh, ich habe gerade einen Drachen gehört. Nur Witzenkapuze ausziehen. So sehen wir aus. Aber die sehen wir gleich mal wieder an, weil wir jetzt ja so einen ersten Kampf gegen den Drachen haben. Da. Aber wir haben zwei davon. Moment mal. Wir haben doch diese tollen Stab von links da und so. Aha. Muss schon sagen, die Waffe ist ganz gut. Da kann man nämlich auch schön in den Lüften immer schön viel Schaden machen. So, haben wir den ersten Drachen besiegt. War zwar nicht der erste, den wir gesehen haben. Aber den ersten, den wir besiegt haben, im ganzen Let's Play hier. Boah, jetzt saugen wir die Kraft auf. So, hier müssen wir gerade mal die tollen Sachen hier mit. Da sind wir schon ziemlich schwer Ich bepackt. habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur Ja, du bist ja persönlich. im richtigen Moment bist du gerade hier. Erst mal sehen. Ah, ein Brief vom Jahr. Auf dem Weg nach oben, wie? Das war's dann wohl. Ich muss los. Das Ja, ist dann lesen wir ganz kurz mal Objekte. Im Moment, wo waren das? Kaiserliche Bericht über Saartal. Was ist das hier? Marilyn, erlaubt mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Sid Geyr und ich habe die Ehre, Jarl der stolzen und ehrenwürdigen Stadt Falkenring zu sein. Man hat mir aus ganz Himmelsrand von euren Großtaten berichtet. Wenn ihr euch für das Amt des Tarnen von Falkenring interessieren könntet, sprecht bei eurem nächsten Besuch in Falkenring doch bitte mit mir. Neben der Ehre, die dieser Titel mit sich bringt, hat ein Tarner außerdem Anrecht auf einen eigenen Huskarl und ganz unter uns sollten sich eure Dienste für mich als nützlich erweisen. Könnte es durchaus sein, dass eine hervorragende Parzelle in Falkenring für euch frei wird und nur für euch. Ich freue mich schon darauf, euch persönlich kennenzulernen. Ich verleibe Jarl Sidgeir von Falkenring. Ja. Unmöglich. Was haben wir jetzt gerade? Ihr Das können wir habt noch seine mitnehmen. Seele in euch aufgenommen? Ja. Das ist wie in uralten Legenden. Moment, wir fahren jetzt mal ganz kurz zurück, um mal kurz ein bisschen Sachen zu verhökern. Und danach können wir wieder schnell reisen. Zu den Stellen wieder zurück. So, komm schon.
So, da. Hat er hoffentlich noch offen. Ja. Da. Was braucht? Werft einen Blick darauf. So, ich möchte. Das könnten wir noch ganz kurz anziehen. Objekte. Da haben wir nicht bessere Preise. So. Werft einen Blick darauf. Dann verkaufen wir gerade mal die tollen Sachen hier. Da brauchen wir eigentlich noch alles. Server verbraucht 3% weniger Marka. Stiefel brauchen wir nicht. Silberring brauchen wir nicht. Ja, gut. So, Lydia. Also gut. Ich bin direkt hinter euch. Hast du auch noch ein paar Sachen? Ich stehe zu eurer Verfügung. Die nehme ich hier kurz mal ab und dann verkaufen wir die auch schon. Geht vor, ich folge. Werft einen Blick darauf. So, hier, ich möchte kurz mal die ganzen Sachen hier verkaufen. Bist so, wie viel haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir auch 246, ist trotzdem noch eine Menge. Schau, was haben wir denn hier für Zeug rum? So rumtragen. Objekte. Hm? Braucht Geld draus machen, anstatt das alles zu essen. Ich glaube, essen ist jetzt mal nicht, sondern wir verkaufen das alles bloß. Der will uns bloß Süßkuchen abkaufen. Bald mal. So, und hier können wir erstmal die Sachen erstmal verkaufen, weil die brauchen wir bis jetzt noch nicht. Leder, Lederstreifen, Lehm. Problem ist, Lehm, dafür bekommen wir nichts. Was kann man denn eigentlich mit Lehm so machen? Das hat schon eine Menge Gewicht, glaube ich, ja. Obwohl 0,1, ne Moment, Lehm, da. Ein Gewicht, das sind 31. Bis zum nächsten Mal. Ich gebe euch. Du hast ja auch noch einen Haufen Lehm dabei, gell? Ich stehe zu eurer Verfügung. Moment, den Lehm nehme ich hier kurz mal ab. Ihr geht vor, ich folge. Und dann. Was braucht ihr? Werft einen Blick darauf. Ich weiß leider gerade nicht genau, was ich mit Lehm machen soll. Und deswegen. Lass mal alles weg. Jetzt haben wir nämlich schön viel. Freies Gewicht. So. Lydia, das können wir hier speichern. Und dann gehen wir hier wieder raus. Ja? Was ja? Ja. Hier, wir haben kein neues Wolfs. Ach, da war hier war große Metzelei, weil sie weg war, oder was? Und das ist noch diese Lüften, Feuer spucken, Kultistin Vampire, da, die ich dreist, die Leute auf der Straße noch getötet angreifen. Hatte. Das Ende der Welt kommen, das sage ich euch. Ja. Kotlak Weißmähne, aha. So. Ich könnte jetzt noch ganz kurz Wölfe jagen gehen, bevor ich wieder zurück nach Solstheim gehe. Ich könnte auch mal ganz kurz was schauen. Meine Drachenseele. Ziele benutzen. Okay, jetzt haben wir die Eisform. Das ist nämlich Wirbelsprint, da kann man so nach vorne sprinten. Das ist ja der Standardschrei, mit dem kann man so ein bisschen Leute zurückstoßen. Und das ist, da kann man jemanden einfrieren, kann man da jemanden, ja.
Ist es ein gegnerischer? Todeshund. Hundefleisch. Oh Gott. Ich glaube, das. Moment, oder hat das viel wert? Nein. Erstmal voll die Morde hier ausnutzen. Lydia. Jetzt haben wir ein Halsband von dem Typen hier. Das Witzige ist, man kann bei manchen Bauern, wenn die Katze auf dem Feld sind, kann man einfach so abernten und dann direkt neben denen die Sachen gleich wieder verkaufen. Wie kann man wissen, wie viel kostet das jetzt zum Beispiel? Wo ist denn das eigentlich drin? Cool. Zwei Werte haben die pro Stück. Ja, ein bisschen Geld geben die auf jeden Fall. Oh, Hühner rennen die auch durch die Gegend wie die Bescheiden. Was liegt denn da? Mein Pferd. Warum liegt denn da mein Pferd? What the fuck? Da ist auch ein Huhn. Was ist alles dieser Todeshund da, wie der nochmal hieß? Oh Gott. Jetzt kurz mal hier warten. Weil es 12 Uhr am Morgen. Kann ich nicht ganz glauben. Sag mal, wir warten so lang. Wie, ist wirklich so scheiß Wetter? Nee, das war. Ich glaube gerade nicht ganz so richtig. Da liegt auch überall was Todesraum. Was war denn hier bitte los? Oh Gott, der Hund ist auch tot. Was hat denn hier gewütet? Da war irgendwas, was hier alles umgebracht hat. Irgendwas war hier. Könnt ihr mal die Leute da fragen. Aber die Sachen da, die leben noch. Aufschließen. Aktivieren Mühlrad. Aha. Ich will Wölfe. Ich brauche Wolfspelz. Wo sind hier denn Wölfe? Wenn man mal Wölfe braucht, ja, sind sie nicht da. Naja, wir sehen uns nächste Folge wieder. Danke fürs Anschauen und tschüss. Wir werden nicht vergessen.